Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Jetzt ist Tomatensaison und möchte man gerne viel Tomaten halber machen, wie es möglich. Ich habe eine wirklich große Playlist mit den Tomaten. Ihr könnt einfach auf die Playlist gehen und mal nachschauen. Es gibt angelegte, angekochte Bruschette zum Einkochen, Soße, Tomatensoße, Pizzasoße, zwei, drei Varianten, unterschiedliche Sachen. Aber ich habe noch keinen Saft. Und deswegen werde ich heute noch Saft machen. Ich möchte gerne euch zeigen, ich habe mir extra ein Glas an die Seite gestellt und das ist Tomatensaft von 2022. Schaut ihr, wie sieht er gut aus? Das, was das abgesetzt ist, es ist normal. Wenn es lange still steht und keiner das schüttelt, es wird einfach Tomatenwasser nach oben kommen und Frucht nach unten. Es ist auch in der Verpackung, wenn ihr kauft im Geschäft, genau das gleiche. Nur sieht man nicht, aber steht immer vor dem Gebrauch schütteln. Und wenn man schüttelt, dann hat man das normale Tomatensaft. Und Tomatensaft, diese zum Beispiel, es ist nur Tomatensaft und ganz bisschen Salz, mehr nichts. Heute möchte ich gerne ein bisschen erweitern im Geschmack und gebe zu den Tomaten noch Paprikaschoten und saure Apfel. Das ist diese Bosskrupp-Äpfel und die sind jetzt noch nicht so richtig reif, die sind richtig schön sauer und ich möchte dazu geben. Werde auch dann kochen und gebe als Würze auch noch Lorbeerblatt. Ihr könnt zum Beispiel Staudensellerie auch durch Entsafter machen und diese Saft mischen. Also ein bisschen Tomaten-Gemüsesaft machen. Möhrchen dazu und Sellerie ist auch ein anderer Geschmack und ein bisschen Vielfalt auf eure Vorratsregale. Nicht nur pure Tomatensaft, sondern auch mit Gemüse oder mit den Äpfeln und so weiter. Es ist nur Anregung für euch, wie könnt ihr auch nochmal machen. Es kann man durch Entsafter machen, aber wenn ihr keinen Entsafter habt, ist es auch kein Problem. Nimmt man einfach einen großen Topf, schnippelt da alles rein und wird dann verkochen. Und dann durch den Flotte-Lotte durchdrehen und dann habt ihr einen schönen, puren Saft. Wenn ihr einen Saft habt, natürlich ist es einfacher. Ich möchte, dass das zweite Produkt, was rauskommt, hier diese ausgedruckte, auch eine bessere Qualität hat. Deswegen werde ich auch diese Mitte von den Tomaten rausschneiden, die Kerne alles rausschneiden, hier bei dem Apfel auch alles abschneiden, dass ich danach alles schön trocken kann und nach dem Trocken mahlen und in die Gewürze dazu geben. So, liebe Freunde, und jetzt mache ich die Kamera nach unten und zeige euch einfach, wie es so alles so geht. So, liebe Freunde, aber erstmal möchte ich euch auch zeigen, wie mein Tomatensaft von 22 aussieht. Einfach schütteln. Oh, schön fleischig. Und dann aufmachen. Habt ihr gehört? Hat es plups gemacht. Duftet so tomatig. Sehr, sehr lecker. So, liebe Freunde, jetzt probiere ich meinen zweijährigen Tomatensaft. So lecker, wirklich so lecker. Und wenn man so viel Tomaten jetzt hat, dann muss man doch meinen eigenen Tomatensaft zubereiten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen. So, erstmal machen wir Saft. Ich mische immer meistens so gleich, wenn ich unterschiedliche Sachen mache, mische ich die so, dass alles so ein bisschen mal reinkommt von jedem. Und messen wir aus, wie viel Liter Saft wir bekommen. Das brauchen wir wegen Salz. Wie viel Salz danach müssen wir nehmen. So, und dann geht jetzt los. So,
Und hier von dieser Seite kommt wirklich wunderbares Produkt. Den Vilje kann man trocken und dann mahlen und als Gewürz nehmen. Einfach mal so in Salz oder in die andere oder in diese Tomatengewürz. Dafür habe ich auch ein Video. Da kann man auch dazu ein paar Tomaten auch noch dazu schneiden. So, liebe Freunde, erstmal werde ich mit dem Saft fertig. Messe erstmal aus und dann sehen wir uns wieder. So, meine Gemüse habe ich jetzt entsaftet und habe ich aus dieser Mähne, was ich alles genommen habe, bekommen 3 Liter und 700 Milliliter. So, jetzt gebe ich dazu Salz, wie gesagt, so ein Teelöffel pro Liter. Dann gebe ich rein und noch ein bisschen. Und danach kann man auch mal probieren, wie es jedem es schmeckt. Natürlich, diesen Saft kann man auch ohne Salz einkochen, wenn ihr das mögt. Die Haltbarkeit von Tomatensaft eigentlich ist sehr gut, weil die Tomaten haben die eigene Säure wirklich sehr viel. Der pH-Wert von Tomatensaft liegt unter 4,6. Deswegen, da braucht man keine Angst haben. Ich koche zum Beispiel den Tomatensaft nicht mehr nochmal ein. Ich fühle meine Flasche richtig heiß, voll und das war's dann. So, jetzt stellen wir auf den Herd und kochen wir das alles auf. Wenn das Saft aufkocht, nur dann gebe ich Lorbeerblatt rein. Das ist auch Geschmackssache, muss man nicht unbedingt sein. Bis das unser Saft kocht, können wir zum Beispiel unsere, das Ausgedrückte, es ist gar nicht so richtig trocken, es ist richtig so feucht, schon auf den Blech streichen zum Trocknen und natürlich unsere Flasche vorbereiten. Die muss richtig schön heiß abgekocht sein, die Deckel auch. Verteile jetzt die Reste, ausgedrückte Reste. Und als dünner ihr das verteilt, als schneller es trocknet. Ich habe mir so eine Silikonformchen bestellt. Die haben so einen Rand. Es ist perfekt auch für die Fruchtleder. Wenn er so ein bisschen zu flüssig, dann läuft es nicht auseinander und sehr gut zum Rausnehmen. Kann man ewig das benutzen und verbraucht nicht so viel Backpapier. Kann nur empfehlen, wirklich super. So, verteile ich jetzt. Ich möchte gerne noch Zucchini trocknen lassen, dann passt das. Dann kann ich mein Dörrgerät richtig voll machen. So, der Tomatensaft ist schon aufgekocht. Schaut, sprudelt. Sehr schön. Jetzt könnt ihr auch probieren nach Salz, ob ihr wollt schon gleich hier Pfeffer machen oder irgendwelche andere Gewürze reinmachen, könnt ihr auch. Oder lässt ihr einfach so sein. Ich habe probiert, das Salz, was ich reingemacht habe, es ist für mich voll in Ordnung. Gebe jetzt nur 2 Lorbeerblätter und lasse jetzt 10 Minuten den Tomatensaft richtig schön sprudeln, köcheln. Und danach kann man schon gleich in die sauberen Gläser, heiß abgespülte Gläser, abfüllen. Wenn notwendig ist, könnt ihr auch den Schaum abmachen. Ich lasse es mal richtig verkochen, weil dann Schaum legt sie sich auch hin und dann bleibt das sehr, sehr wenig, dass ich dann nur wenig muss Schaum abmachen. Oh, duftet so schön. Und ich habe jetzt probiert, mit den Paprika und Apfel schmeckt auch sehr, sehr lecker. So, 10 Minuten sind vorbei. Hat sich schön verkocht. Schaut, kein Schaum, nichts da. Jetzt können wir das in die Gläser abfüllen. Erstmal hole ich aber die Lorbeerblätter raus. Die müssen nicht ins Glas. Und mein Herd lasse ich auf ganz niedrigste Stufe an, dass der Saft immer heiß bleibt. Und jetzt füllen wir das alles ab. Es ist sehr wichtig, dass der Saft kommt richtig heiß in die Flasche. Wenn er hält seine 80 Grad Hitze,
dann kann unser Saft nichts passieren und dann muss ihn sogar nicht einkochen. Aber wenn ihr unsicher seid, dann kocht ihr lieber ein bei 90 Grad 30 Minuten nochmal. Ich mache richtig voll, weil ich koche nicht nochmal ein. Deswegen kann ich richtig voll abfüllen. Als weniger Luft, als besser. So. Richtig festdrehen. Und am besten am Tisch legen und kurz so rollen die Flasche. So, einfach auf den Tuch legen. So einfach hin und her mal rollen, dass die Hitze an die Deckel kommt und das Wasser schon. Können wir schon hier stellen zum Abkühlen. Und ich fülle erstmal die alle Flasche auf. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig, haben wir uns wunderbare Tomaten angekocht. Und jetzt lassen wir ihn hier abkühlen und wenn es abgekühlt ist, die Zettelchen schreiben, die Datum schreiben und in den Keller bringen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Natürlich ein gutes Gelingen. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.